choice, go fight against your fate. Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Mein Gott, ist das hier laut? Ich weiß das nicht. Ah, Animation. Warum klingt sie so? Sie kam bis jetzt noch kein einziges Mal so in der Story, in irgendeiner Cutscene. So, wir befinden uns wieder so, ich glaube, eine Woche oder so seit der letzten Aufnahme. Ich habe offscreen einige Sachen gemacht. Ich habe mich um einige Sachen hier gekümmert. Ich habe diese Quest hier gemacht mit März. Das war mehr oder weniger so, weil ich 7. März der Training Arc, die Quest. Ich habe dadurch ihre Eidolons alle freigeschaltet. Das heißt, sie ist jetzt ein bisschen stärker. Er hat jetzt hier einige, die heft ihre Sachen. Habe alle Belohnungen hier abgeschlossen. Ich kann ja mal irgendwann zeigen, wie das auch wieder so ungefähr aussieht. Also irgendwie so, weiß ich nicht so. Du musst irgendwie einen Trainingsplan für März erstellen und konventionelle Memoiren. Ist das irgendwie Leute, das hier? Ja. Das heißt, man kann da sogar irgendwann zurückgehen und das machen. So gut ist das, ne? Okay, da oben steht konventionelle Memoiren. Das heißt, irgendwann wird das da verfügbar sein, ne? Ja, da gab es irgendwie, ich habe jetzt so ein paar Fotos, glaube ich, gemacht, ne? Oder nicht? Habe ich irgendwo was? Weil nicht. Genau, da sind irgendwie so Comic Pads. Ich kann da nicht noch weiter ran, weil dann sieht man meine User ID. Aber weil ich, da kannst du dann irgendwie so einen Trainingsplan zusammenstellen und da kamen verschiedene Charaktere, die dir geholfen haben. Und hier Shinsei, Silberwolf kam davor, dieser eine Fuchskollege, den wir letztens getroffen haben. Kann ich das aktivieren da hinten schon mal? Ne, konnte ich nicht, ne? Ja, da war keine Ahnung, man hat mit Yunli und Yan Xing trainiert und musste einen Trainingsplan erstellen für 7. März und ja, je nachdem, was man gemacht hat, konnte man irgendwie, weil nicht, man musste irgendwie automatisch sie kämpfen lassen, man musste sie irgendwie upgraden, so, keine Ahnung, möchtest du irgendwie Stärke trainieren, möchtest du irgendwie das trainieren, ne? Und dann musste sie automatisch kämpfen, weil dieser eine Typ hier, dieser Scott, den wir letztens getroffen haben, macht wieder Ärger. Der hatte irgendwie, weil nicht, sie zum Kampf herausgefordert gegen seine Maschinen, ne? Also März sollte gegen seine Maschinen kämpfen und je nachdem, welchen Charakter man gewählt hat, entweder Ho-Ho kam auch davor, hier dieses grünhaarige Fuchsmädchen, was ich mal als Heilerin benutze. Silberwolf, der Fuchstyp hier, Shinsei, die haben alle geholfen. Je nachdem, wem man da zur Hilfe gehabt hat, konnte man irgendwie den, musste man nicht unbedingt gegen den kämpfen, sondern konnte irgendwie was anderes machen. Hier, keine Ahnung, ja. Silberwolf hat zum Beispiel irgendwie hier Merzes Schwert gehackt und nachdem man irgendwie den Roboter damit angegriffen hat, wurde irgendwie gehackt und man konnte ihn selber steuern, um gegen die ganzen Soldaten von ihm zu kämpfen. Ja, der Fuchs-Typ hier, der pinkhaarige Fuchstyp, hat irgendwie, weiß nicht, deren Suppen irgendwie hier vergiftet und die mussten alle, weiß nicht, die mussten alle schnell aufs Klo gehen und konnten irgendwie nicht vernünftig kämpfen. Also war ziemlich lustig. Und ja, aber damit bin ich fertig. Dann gab es hier noch eine andere Mission, die ganz eindeutig eine My Little Pony Anspielung ist. Die Magie der Freundschaft, also in Englisch heißt halt Friendship is Magic. Und da muss es oder wie sehen, ja, da muss es hier gegen so Müllton kämpfen, die sich dir angeschlossen haben und ja, das ist auch ziemlich, weiß nicht, was die Versessenheit mit dem Müllton hier in diesem Spiel. War keine Ahnung, das waren so Kampfherausforderungen, die man machen musste. So, nein, da wollte ich eigentlich nicht. Nein. Ich dachte, man kann einfach nur so hin, aber okay, gut, also ja, ich habe mich um die ganzen Events gekümmert, die sind jetzt alle fertig und wir kommen jetzt uns um die Story, um hier zu gucken, wie weit wir sind.
Ich gucke immer noch so nach, wie lange die Stories noch sind, ne, damit ich mich irgendwie so drauf einstellen kann. So, ah, so viel ist noch übrig von der Story. Ich glaube, so viel ist gar nicht mehr übrig. Ich glaube, nur noch 2 Quests oder so sind übrig, damit wir ja fertig sind. Aber gucken wir mal, ne? Je nachdem, wie lange die Cutscenes wieder sind, ist das dann wieder eine Frage, ne? Wir sind hier hingegangen in dieses Gefängnis, ne? Wir wurden hier eingebuchtet, weil wir hier, weil diese eine Generälin hier irgendwie uns verdächtigt, und Dan Hang und unser Hauptcharakter sind jetzt hier, werden März hier mit Yunli und Junjing hier am Trainieren ist. Da ist Hanya. Ich habe mal Zhuyi ins Team genommen, weil sie auch in der Cutscene hier vorkam, und wir müssen jetzt hier den Aufzug benutzen, ne? Also gehen wir mal da rein, ne? Ich weiß gar nicht genau, warum wir da noch mal rein müssen, aber wir müssen da rein. Guck mal. Neues Gebiet. Guck mal. Dusch. So. Übrigens, 7. März und Juni sind jetzt alle auf Level 80, ne? Die haben alles gelernt, was sie ja lernen können, ne? Gehen weit so weit wie möglich, ne? Bis es irgendwie kostspielig und ressourcenlastig wird, ne? Was ist das hier? Nichts. Ja, ich tue immer 5 Sterne Charakter natürlich immer auf Level 8 bringen mit den ganzen Spuren, weil ab dann brauchen die diese Wege des Schicksals, weil diese sehr seltenen Sachen sind, die man nur schwer bekommt durch Events und so. Und einmal pro Woche, wenn man das simulierte Universum spielt. Deswegen tue ich immer jeden Charakter, den ich benutze, mindestens bis zu dem Punkt hier leveln, wo man die Dinger noch nicht braucht. Weil dann wird es nämlich ein bisschen... Ja, da muss man sich nämlich so gut überlegen, für wen man die Dinger ja braucht. Ne, das sind diese Dinger hier. Diese kriegt man ja durch Universum-Simulation, heißt das eigentlich. Durch simulierte Universum, also da kriegt man einmal in der Woche ein. Die kann man sich auch hier durch Dings holen, hier durch den Shop. So einmal pro Monat, und durch Events bekommt man die. Aber man bekommt immer nur eine limitierte Anzahl, deswegen sollte man sich immer genug hier die normalen Angriffe, die kann man immer voll hochleveln, die kosten nicht so ein Ding. Aber alle anderen Sachen. Bei 4 Sterne Charakteren ist das erst auf Level 9, beziehungsweise auf Level 11, wenn man hier die Eidolons alle aufgerüstet hat. Also 4 Sterne Charakter kann man auf Level 9 bringen, ohne so ein Ding zu verbrauchen. Aber bei 5 Sterne Charakteren braucht man schon ab Level 8 so ein Ding. Das heißt, man braucht insgesamt 6 Dinger, um die ganzen Dinge hier auf Level 10 zu bringen. Und das ist viel. Deswegen muss man sich immer so sehr gut überlegen, wegen welchen Charakter gibt man das Ding, ne? Deswegen tue ich die immer nur so weit hochleveln, bis ich die noch nicht brauche. Mindestens. So, was ist das hier? Puzzle? Komm, jetzt mal hier dieses Ding an, ne? So, wie funktioniert das nochmal? Ist doch schon fertig, oder? Ah, nee. Hier muss ich einen hin, ne? Und dann hier, ne? Da wollte ich das nicht hinpacken. Wie kann ich das entfernen? Boah. Ich wollte hier eins hinpacken. Jetzt hat er schon wieder. So, und du gehst hier oben. So. Das war. Gut. Ich weiß, die Karte sagt, wir sollen dahin, aber ich gehe natürlich erstmal woanders hin, ne? Außer Hanya sagt, ne. So, neue Gacha ist übrigens wieder am Laufen, ne? Der pinkerige Fuchskollege ist jetzt hier in der Gacha. Aber für den pullen wir nicht, deswegen wird hier gespart. Hanya würde ich ehrlich gesagt auch ins Team nehmen. Sie ist schon auf Level 72 oder 75 oder irgendwie so, hat irgendwas über 70. Aber ich glaube, sie hat nicht genug Ausrüstung oder so, ne? Also nicht, wie stark die Gegner hier sind. Aber eigentlich starke Charaktere und so, das ist jetzt eigentlich kein Problem, ne? Zhuyi, Yunli, März sind alle schon hochgelevelt. Da ist bestimmt so ein Monster drin, ne? So ein Roboter, gegen den wir kämpfen müssen.
見覚えがあるな。何日か前、カンパニーの輸送船がホリジンに襲撃されたとかで、メーサが招集されたの。それから大量の移民物が、ここに収監されたんだ。塩分天霊が開催されるから、よからぬことを企む連中が出てくるのはしょうがないと思う。でも Die Mächte in diesen Kissen haben sie echt in sich. Intelligenzia-Gilde. Ja, so das hier, wo Dr. Ratio Mitglied ist, ne? ガレラに関する記録がたくさん残されてるの。気候技術の限界を突破するために、よく近畿の研究に手を出してるみたい。コンテナの中のロボット。 外見がホリジンに似てるんだけど、カポイズィンは全部ベアブルフィンね。とにかく、私たちは先を急ごう。オッケー。お、カッチン。おかしい。収容物の二次検査はしてないはずなのに。Oh man, man läuft ja alles rum. Wieder neuer Gegner. ja, was das angeht. Ich hole meinen Baseballschläger raus. Stimmt ja, diese Leute, die tun hier als Dings tarnen, ne? So, was machen wir als erstes? Erstmal Konter. Oder auch nicht. So, wen tue ich denn hier als Dings machen? Sie, ne? Ja, Bubble Tea. Fuck. Dann soll ich auch gleich mal den hier machen? Ich könnte dich brechen. Da werde ich auch machen. Da, da, da. Da kommst du als nächstes dran. Den haben wir auch noch nicht viel gesehen. Oh mein Gott. Ist okay, Bailo kann einmal wieder ableben. Ich habe gesagt, wir müssen den Kampf nicht gewinnen, weil so viele Dialoge sind. Ich weiß übrigens nicht genau, wie ihr Konter funktioniert. Ich weiß, sie hat irgendwie zwei Ladungen in ihrer Ultimate. Und da sieht man ja bei dem Kreis, da ist so ein. Da ist hier so. Das hier ist ja ihr Kreis, aber da drum ist noch ein anderer Kreis. Das und außerdem sieht hier ein von zwei Dingen. Das bedeutet, sie hat zwei Ladungen mit ihrer Ultimate. Agenti hier, dieser rothaarige Schönling, der hat auch. Deswegen weiß ich, was das damit auf sich hat. So. So, ich weiß, wenn man ihre Ultimate einsetzt, da geht die eine Konterstellung. Sie leckt irgendwie hier die Angriffe auf sich und dann macht die so ein super Konter, ne? So. Ich frage mich nur, warum ich den so oft einsetzen kann. Zack. Also genau weiß ich noch nicht, wie ihre Dings funktioniert. Mein Gott, wir haben gar nichts gegen die. Genau, März macht jetzt so einen Folgeangriff gegen ihr Eidolon. Genau, das ist richtig cool. Warte mal. So, dich soll ich eigentlich brechen. So, dann machen wir den hier. Oh. Da kommt sie, macht einen Folgeangriff, weil sie macht Folgeangriffe, nachdem man die Gegner irgendwie die Ausdauer reduziert. So. Und sie macht einen Folgeangriff und sie bekommt noch eine Ladung, genau.
Also wie März funktioniert, ist jedes Mal, wenn hier die Person, auf die ich Unterstützung gepackt habe, in diesem Fall Yunli, jedes Mal, wenn Yunli die Gegner trifft, bekommt sie eine Ladung. Und jedes Mal, wenn März selber einmal angreift, bekommt sie eine Ladung. Das sind hier diese Dinger hier, ne? Wenn die sieben erreichen, geht sie in diesen komischen Modus hier über. Und irgendwie durch ihren Eidolon hat sie jetzt irgendwie jetzt die Fähigkeit, dass sie auch einen Folgeangriff macht. Und dann kriegt sie auch nochmal eine Ladung. Also ihr ganzer Kampf ist jetzt eigentlich nur, such dir einen Charakter aus, den du hochbuffen willst und als Meister auswählen willst. Der greift dann immer weiter an. Noch mehr ein Konter. Füllt ihre Leiste da auf und dann geht sie in diesen Supermodus und macht voll Schaden. Das Gute ist allerdings, man muss da nur einmal pro Kampf einsetzen, habe ich so ein Gefühl. Also man muss nur einmal diese Fähigkeit einsetzen, was ich richtig gut finde. Also ich muss halt nicht alle paar Runden immer einsetzen, ich muss halt nur einmal einsetzen und der Charakter ist dann während des gesamten Kampfes hier als Meister ausgewählt. Ja. Ja, wir kämpfen ja gerade gegen zwei Mini-Bosse, deswegen dauert das hier so lange. Konter. So, jetzt wurde zum Beispiel nicht angegriffen, aber trotzdem diesen Angriff eingesetzt. Haben wir jetzt mal heilen kurz. Also ganz genau habe ich nur ihren Kampfstil nicht gecheckt, weil eigentlich nicht so schwierig ist. Mal, der muss so viele Folgeangriffe. Aber ja, Stück. Oh, du bist weg. Da. Okay. Nicht schlecht, da vielleicht so ein Makeshift-Team ab. Jedes Mal. Wo sind die Leichenbestatter? Warum ist da noch niemand gekommen, um uns zu helfen? Weil die alle tot sind. Roboter. Die verkleiden sich jetzt alle als hier Foxians oder so heißen die, ne? Irgendwie diese Rasse auf dieser Janao Lofo, die mit den ganzen Fuchsohren und so. Bisschen merkwürdig, dass hier alles gerade drunter und drüber geht, nachdem die anderen hier aufgetaucht sind, ne? Hier Yunlis Gruppe hier von der Janjo, was weiß ich, wie die heißen. Von diesen anderen Schiff. Hey! Kurzzeit davor führt Jui die Zhao King Boten auf den Grund des Gefängnisses. Genau, die haben sich aufgeteilt. Hey, komm mal hier. Okay. Was? Mein Gott. Den können wir ja gleich mal ausprobieren. Okay, das ist irgendwie bei Welt irgendwie. Aber dann ist noch ein Ding. Also wer ist jetzt draußen? März. Ja. Also in Ordnung. Na, sag mal dein Handy. Ja. Also im Moment werde ich jetzt nicht Gacha spielen. Ich werde für ihn nicht Gacha spielen. Wer ist überhaupt alles in der Gacha noch? Ich glaube alles Charaktere, die ich schon habe, ne? So, wir haben Allen, Hook und Gneifen. Allen und Hook habe ich schon beide maximiert und benutze ich auch nicht.
Kneifen wäre nicht schlecht, aber ne. Ich will ihn aber nicht. Ganz ehrlich, ich bin Feuer. Ich glaube, er ist Verbandens, ne? So Heiler. Kann man natürlich hier nicht sehen. Also er ist ein Feuerheiler. Ich habe Galaga. Was meiner Meinung nach schon der beste Heiler irgendwie ist. Schaltet zeigt an, dass sie von wegen und der Reihenfolge von unten nach oben angezündet werden müssen. Also eine blöde Quest hatte ich schon. So eine blöde Quest hatte ich letztens in Genshin auch. So. Ja, da sieht man, wo man anfängt, alles klar. Bei der Genshin wusste ich das nämlich nicht. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. War irgendwann am Boden gerade. Stand wir durch entgegen, um dich zu erwarten, Vorsicht walten zu lassen. Und die beiden Pechschwarz leer, du fragst dich, wozu diese dient. Noch mehr von diesen Dingern auf der anderen Seite. Da kann ich von aus die Karte auch noch mal aufrufen. Da muss ich mir jetzt ja merken. Ich muss mir echt merken. So, ich glaube aber, das war. Oh. Oh, da steht es ja auch. Okay, ich wollte eigentlich nach oben fliegen, aber. So. Muss dahin, dann muss ich dahin und dann muss ich dahin, ne? Also von unten nach oben eigentlich nur. Ja, voll easy. Okay, diese Dinger sind auch schon mal vorher vorgekommen, diese, ich weiß nicht, wie haben die noch mal genannt, Mecha-Kraniche oder so. Oh. Noch irgendwo ein Schatz, kann ich eine Karte aufrufen? Nee. So, wow. Dann nehmen wir runter. Okay, berühren. Besuch des blauen Vogels. Ah. Ja, noch nie irgendwie den Sinn von so hochmodernischen Gefängnissen verstanden. In Final Fantasy 8 gibt es auch dieses Wüstengefängnis. Also irgendwie so ein riesiges Gefängnis, das ich irgendwie Schlüsselloch. Oh. Weil ich in Final Fantasy 8, da gibt es auch irgendwie dieses riesige Gefängnis in der Wüste und da sind irgendwie so, das ist so ein riesiges Ding, das ich irgendwie in die Wüste reinbohrt. Ne? Das sind so drei riesige Säulen und die bohren sich dann in den Boden ein. Und in diesen Säulen sind halt diese Gefängnistrakte hier. Mit so Aufzügen und so riesigen Räumen und so. Ich denke mal, ist ein bisschen zu extra. Ja, Rulei. In dem müssen wir bestimmt immer mal kämpfen, ne? Das ist bestimmt gegen den Weltboss oder so. Schwerterwald. Ist das nicht der Name von einem von Blades Angriffen? Sword Forest. Hat der den da? Nee, der hat haben wir ja rausgefunden. Der Jingliu hat den ja, glaube ich, bekämpft, ne? Diese blaue mit der Augenklappe. Mit der Augenbinde. Die hat den angeblich eingesperrt. Was ist ein Gift, Medizin herzustellen? Da klingt jetzt schon nach einer blöden Idee. Ah.
ist der typisch böse. Ja, genau, der Typ. Ja, mal am Anfang getroffen, ne? Wusste, dass der böse ist, war so von klar. Rhino-Hund. Mok-Tok, er ist Mok-Tok. Wenn ihr noch am Leben seid. Ah, verdammt. ローヤを開けてくれたこと、礼を言うぞ、ハン。あとのことは私たちに任せろ。私は、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 私
Wenn man sie links nur noch sieht, wie sie ja mit dem Schwert hier in den Boden rammte. Das ist so geil. Ich finde es so geil, dass sie so ein riesiges Schwert hatte. Ja. Könnte er eine Agility sein? Also Nichtigkeit? So wie Gedeifen? Ich soll mal nachgucken am Ende des Parts. Ja. Zack. So ein cooler Charakter. Noch mehr KC. Ja, er hat über gar nichts gemacht hier. Er hat gesagt, hey Moos, mach mal. Da, da ist er. Wirklich, mach mal aus. Aber ihr sagt mir nicht, wir müssen jetzt auch noch gegen ihn kämpfen. Na, oh Mann. Das sieht sehr tot aus. Der hat die einfach zerquetscht. Boah, schon wieder ein Charakter gestorben, obwohl Julie ist, glaube ich, tot. Sie ist eine Puppe irgendwie. Ich glaube, sie ist noch reparierbar. Ich glaube nicht, dass die irgendwie jemanden hier umbringen. In der Quest, die irgendwie so, weiß nicht, so ein bisschen Nebenquest-mäßig ist. Ich meine, das ist schon eine wichtige Quest, was wir hier spielen, aber das ist nicht die Hauptquest hier. Das ist irgendwie, ich weiß sowieso nicht den Unterschied zwischen diesen Quests und der Hauptquest. Einfach eiskalt Jui zerquetscht. Man von Lycon hat ein bisschen ja gestemmt, so wie er aussieht hier in diesem Spiel. あなた様を牢屋より解き放つよう命を受けてまいりました。これは戦者やその為私は麻薬を飲み癒やし家畜の皮をかぶり奴らに変装しなければならなかったのです。脱出の計画があるということだな。ではこの果てしなく。 Ja, das ist sowas von übermächtig. Wie gesagt, Klamotten sehen, dann sieht aus, als hätte so ein Piraten. Sieht aus, als hätte irgendwie so ein Piratenanzug. So eine Piratenjacke irgendwie an. Ja, irgendwie an. Wo sind die anderen beiden, ja? Die waren auch gerade neu, warum, wo sind die auf einmal? あなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのです。私を派遣した長生の主の使者が言っておりました。
かの者の帰還だけが長きにわたる堀人の分裂を終わらせることができると。この作戦に参加した仲間たちは皆覚悟を決めております。必ずやあなた様を脱出させてみせましょう。貴様のように狡猾に生き延びようとする弱者でも計画の中で愚かしいほどの勇敢さを見せるとは。マイスター、ダモスコレーゲがらっ hinter ihnen. Werde ich verwandelt? Sehen wir ihn auch als Mensch. あなた様のご尊命を傷つけることに。アホ、いくら偉大であろうと、自由でなければ意味はない。ここを離れた後、疑われない風貌が必要だ。御意のままに。あの古族の奴隷は俺に捧げる食料か。いえ、 こいつは先週妖精の施設です。まだ人質としての価値がありますので、今しばらく我慢していただければと。さあ、こいつを連れて出発するぞ。だ、hinter dir dieser Moos-Typ hier, der sich verwandelt. Daneo oder Neng und Tanja bemerken zur selben Zeit, dass die Situation im Gefängnis außer Kontrolle geraten ist. 現在、各区域の部分が体制の立て直しを図っています。 気候の敵があちこちを襲撃して、多くの仲間を傷つけました。それだけではありません。あの鉄の狼たちは牢屋を壊して囚人を解き放ちました。私たちも外部に救援を求めようとしたのですが、全ての通信が遮断されているようで。今は軽率な行動は控えて、先に単独で動いている敵を鎮圧して、獣王の勅令により、 Ich glaube aber nicht, dass sie tot ist, weil sie ist irgendwie so eine Marionette oder eine Puppe oder irgendwie so, ne? Die eine Seele eingeflößt wurde. Ich glaube, Hanya kann sie irgendwie. Ich glaube, Hanya war auch diejenige, die jetzt gemacht hat, ne? Irgendwie so lore-mäßig ist da irgendwie so was. Das heißt, sie kann sie wahrscheinlich irgendwie reparieren oder so. Oder wieder bauen, keine Ahnung. Ansonsten wäre es schon ganz schön krass, wenn die einfach so mal mir nichts hier nicht irgendwie so umgelegt haben. Wie auch immer ich schon sagt, wo auch immer wir hingehen, gibt es Ärger. Kanga, Jugok no Sokomade no Saitan Luto, Siete Kre, Jitai wa Ikoko Araso, Kono Mama dewa, Yushugok Zentaiga, Oretachi no Teki natte Shimau Kamoshirenai. Konatara. 奥の手を使うしかないか。私についてきて。オッケー。中央の直令に。そう、俺は、これ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 は、
wo ich irgendwie mit ihrer Spezialfähigkeit Gegner umlege auf der Karte, ne, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber ich mache das nur, ein bisschen, ne? Ich habe das einen Tag mal, habe ich das komplett gemacht, als ich diesen Grind-Trick sozusagen gefunden habe. Und ich habe gemerkt, dass wenn man jeden Gegner im gesamten Spiel bis zu diesem Zeitpunkt auf diese Weise erledigt, also ich sehe irgendwo einen Gegner, ich setze mit Atschon ihren Dings ein, ihren Dish. Dann bekommt man so pro Gegner 500 Erfahrungspunkte. Und ich habe das mal mit allen Gebieten, die ich bisher hatte, gemacht. Und das hat so ungefähr mehr als zwei Stunden gedauert. Und ich habe so ungefähr, ich glaube, 120.000 Erfahrungspunkte bekommen. Was nicht wenig ist, das ist überhaupt nicht wenig. Vor allem nicht, weil es irgendwie umsonst ist, ne? Aber ja, 120.000 Erfahrungspunkte, ne? Das ist schon, da machst du zweimal und du hast ein Level Up für sie, ne? Ab Level 73. Und für Charaktere, die noch so, weil nicht Level 40 oder 20 sind, ne? Ja, guck mal, das sind 3-4 Level oder so. So habe ich Galaga ja ein bisschen hoch trainiert, ne? So, ich kann auch das hier machen, aber nö. Dafür hat man die Erfahrungspunkte mehr oder weniger umsonst bekommt, ist halt ganz schön krass, ehrlich gesagt. Aber das habe ich nur ein paar Tage lang mal auf allen Planeten gemacht, weil sonst dauert eigentlich. Ich tue das hin und wieder mal machen in einigen Gebieten, um so ein paar Erfahrungspunkte zu grinden. Aber jetzt nicht mehr um alle Planeten, weil sonst. Okay. Aber ich mache das nicht hier auf jedem Planeten, weil sonst dauert das viel zu lange. Sonst sitze ich hier jeden Tag 2 Stunden, um Charaktere hochzuleveln, und das dauert einfach zu lange. So, kein Zugriff vorhanden. Alles klar. Ist das ein neues Gebiet? Oh. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir sind hier in der letzten Quest, ne? Ich meine aber nur eine Quest. Ich habe mich nicht hier gespoilert. Ich habe nur bei Wikipedia mal geschaut, wie viele Quests noch übrig sind. Damit ich mich immer so ungefähr ein bisschen drauf einstellen kann, so wie lange ich noch irgendwie spielen muss, um hier irgendwie, weil nicht, die Quests zu erledigen. Mache ich bei Genshin Impact auch immer, da sehe ich immer, damit ich mich darauf einstellen kann, wie viele Stunden ich irgendwie ja für jeden Arc brauche oder so, für jeden Akt. So, jetzt ein Saurian. Netland wurde jetzt hier mittlerweile freigeschaltet, ne? Heute durch auch am kommenden Freitag streamen. Mit dem neuen Gebiet, das freigeschaltet wurde. Da habe ich auch schon irgendwie, weiß nicht, bei YouTube gesehen, irgendwie, ich habe da Videos gefunden, so 3 Stunden, also auf 3 Stunden Stream kann ich mich wieder so einstellen ungefähr. Also ich guck mir die Videos nicht an, ich guck mir mal nur so, ich tippe einfach nur immer, weiß ich nicht, einmal den Akt oder die Quest ein und dann gucke ich mir irgendwie an, so wie lang ist der Part oder ein Video auf YouTube, und dann sehe ich halt so, oh, so lange, okay, so viel, auf so viele Stunden kann ich mich ungefähr darauf einstellen, und ja, das ist halt. So mache ich das dann immer. So. Ich tue ich mal ignorieren. Ich nehme mal, wir haben schon alle Gegner hier getroffen, ne? Ich weiß, die Quest kann nicht komplett abgeschlossen werden. Da muss erstmal. Die ist ja irgendwie Part 1 oder so, ne? Ausbruch aus den tiefen Kerkern. Das hat hier. Steckt unterirdische Passage zu. Ne? Weil wir gerade gemacht haben, ne? Datenbank. Ich glaube, wir haben schon. Feindliche Geschöpfe, okay. Gegen diesen einen Hule werden wir wahrscheinlich nicht mehr kämpfen. Wir haben 94 von 94 Charakteren, das heißt, wir haben alle Gegner hier getroffen. Das heißt, ich werde mich hier mit niemandem kloppen. Oh Gott. Oh Gott. Schwester? Ist sie die Schwester von. Könnte sogar sein, weil. Sie hatte, glaube ich, sie hatte irgendwie so einen persönlichen Lichtkegel, ne? Da sieht man das, glaube ich. Harmonie. Habe ich den nicht? Ist das nicht Harmonie? Das Rune. Ist das nicht Harmonie? Hallo?
Oder das hat Shuyes persönlicher gewesen. Irgendjemand hatte doch irgendeinen Lichtkegel für sie. Ja. Jagd. So sieht er aus. Da sieht man auch irgendwie sie, ne? Der Körper meiner Schwester ist kalt. Der Körper meiner Schwester bewegt sich nicht. Ich nehme an, Joey ist die Schwester. Oder sie hat irgendwie, weiß nicht, die Seele von ihrer Schwester in Joey reingepackt. Irgendwie sowas in der Art war das. Schon sehr lange her, seit man die Charaktere getroffen hat. Zum ersten Mal die haben alle irgendwie zum ersten Mal in die Quest getroffen, wo man ihr Ho-Ho zum ersten Mal getroffen hat. In diesem Geistergarten. Und der Geisterjäger spielen musste mit Kneifen, Zusheng und Ho-Ho. Oh Mann. Da ist eine Truhe, aber da kann ich wahrscheinlich nicht hin. Ja. Yep. Weil die Quest gerade aktiviert wird. Oh Mann. Skoshi mae ni koko de hageshii tatakai ga atta yō da na. Na ja, jetzt findet sie sie, ne? Gokumon to Rōgoku Dōten no tsunagari wa kirareteru kedo, Fūrei wa nigedashita mitai. Yōsei no shisha wa Onei-chan wa mada ikiteru yō ne. Kono atari wo sagashite miyō. Oh Mann, wir werden die Leiche irgendwo zerquetscht finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dieser Maus-Kollege war ja dieser eine lilane Typ hier hinter. Dieser lilane Werwolf hinter. So, die ist doch hier. Der hinter den einen Kollegen ja war, ne? So, oh Mann, da ist er.説意は戦死した。勘が気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。獣王の運転でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。死後に魂が因果伝の資料庫に戻ることはもう日常茶飯事なの。 お姉ちゃんが体を激しく消耗させて簡単に貝が効く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ。死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。一人は綺麗な服を着た小族で、もう一人は暗い色のローブをまとった犯罪者みたいな見た目の人だったはず。 いや、堀人を除いて死体の中に小族に似たものはいなかった。つまり襲撃者と風霊は妖精の死者をさらったってことね。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。万が一のことがあったらラフと妖精の関係にも取り返しのつかない亀裂が入るかもしれない。どうにかして施設を助けて ここを出て外部に情報を送らないと、少しでも希望があるなら諦めるわけにはいかない。ところで、カンガは何か見つけたのか？フォーゲル。カン。カン。Was zum Geier? Versteht jetzt Geier. Das ist Shuyi, ne? Haben wir überhaupt schon mal jemals gesehen, wie die miteinander interagiert haben? Versuche mich gerade zu erinnern. Ich meine ja.
Repariere den. Ja, ich wusste ich. Oh Gott. Diese Dinger. Da muss man. Funktioniert das nochmal? Genau, man muss sie hier so umdrehen. Das ist. Nehmen wir das nochmal. Ich muss das Ding hier empacken. Dann packe ich das hier in. Packe ich das hier in. So. Geht aber doch ein bisschen einfacher als gedacht. Was mit ihrer Stimme? Bei welchem Spiel war noch mal, wo auch jemand so geredet hat, so da. Ich glaube auch Honkai Star, ne? Ja, kann er eigentlich nur. Er ist bestimmt nicht Genshin gewesen, weil in Genshin gibt es keine Maschinen. Jedenfalls nicht so moderne. Da war definitiv vor Zenless Zone Zero. Also kannst du ja nur von hier. Einer von denen war doch sicher so ein Werwolf. Der ist dieser Werwolf. Wie vorher war erwähnt, dass dieser Werwolf ist. Der ist lila. Der war direkt neben den anderen. Der ist zufällig nicht auch da gewesen. Der ist sowas von dieser eine Wolf gewesen, den wir gesehen haben. あなたは Was erschlägt der Mecha-Kran nicht mit dem Fliegenflatter unsicher im Weg unter der um den Schnurrstreck in die unermessliche Tiefe zu fliegen? Ich hab nach oben. Kanga, mo jikan ga nai. Kore ijou motatsuite itara, Horijin ga kangoku kara dete shimau. Wakatteru. Na gut. Okay, wow, war da gerade eine Truhe in der Mitte? Ich glaube nicht, ne? Okay, warum ist mein Controller am Vibrieren? So, das ist ja so ein Anker, sehe ich gerade. Wow, noch mal das hier. Vier Stück. Ich voll einfach die Dinger hier. Ich muss. Achso, hier muss ich auch noch. Okay. Irgendwie selbst erklären, wie dieses Puzzle funktioniert, oder? Ich muss das nicht erklären, oder? Ja, da war nur eine Schatztruhe, habe ich gesehen. Einfach nicht unsichtbar. Wow! Geh bloß weg. Das sieht aus wie die Höhle der Gi aus Final Fantasy 7. Wow. Was war über mir? Warte. Hinda. Nanika hat sich gerade gekriegt. Masaka.
Sie stehen direkt hinter uns, oder? So. Jetzt kommst du gar nicht dran. Jetzt kommst du dran. Ich bin auch blöde. Ich muss erstmal jemanden. Ich muss ja immer erst jemanden zum Meister ernennen. Oh, was sehe ich da? Nihility-Schwäche? Mein Quantum-Schwäche? Don't mind if I do. Ich fand ihre Ultimate schon immer voll unspektakulär. Wir haben einfach nur eine Lanze. Was tut nochmal ihr Skill machen? Ich weiß, tut das nur die Geschwindigkeit erhöhen? Das ist ein Verbündeter aus der Figur selbst zum Meister werden. Seine Geschwindigkeit wird um den erhöhen. Ja, die ganze Zeit, so, genau, je nachdem, was für eine Art Charakter ist, bekommt sie andere Werte, ne? Basierend auf dem Typ des Meisters, ne? Von ne? Harmonie, die Nichtigkeit der Bewahrung, der Abschluss, der Wirkung, oder das ist. Boah, Juni braucht eigentlich nicht so viel Geschwindigkeit. Weil die jetzt nicht so eine schnelle Charakter ist, ne? Kommt der Stücke. Was gefällt mich angreifen? Also sie tut so oder so ihre Ultimate einsetzen, aber die ist dann irgendwie schwächer, ne, wenn sie nicht angegriffen wurde, ne? Während sie ihre Konterstellung gemacht hat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich habe hier lieber. Moos. Gehen wir lieber auf die. Zack. Die Musik klingt irgendwie so wie die Musik von Blades Trailer. Das hat auch irgendwie so einen ähnlichen Sound gehabt. So, Konter. So, greif ich meine an. Es geht. Danke. Ja, guck mal auf die linke Seite. Hier habe ich auch nicht. Oh. Was ist das? Ich habe nie gesehen, da ist irgendwie so eine Maske, die irgendwie hinter den Gegnern erscheint. Sehr gut. Ich liebe ihr riesiges Schwert, ey. Bin so froh, dass ich für sie gepult habe. Aber noch mehr Gegner. Alter. Ich habe meine Ultimate eingesetzt. Wie kannst du es wagen? Auf den. Sag. Mir habe ich keine Probleme hier mit meinen Skillpunkten gerade. Wahnsinn, das ist ein Schwert, Wahnsinn.
Okay. Boom. Okay. Ah, dann muss ich mal dich noch. Eigentlich ziemlich gut, ihr System. Finde ich gerade. Was mal an. Kriegst seine Ultimate voll. Dann haben wir uns mal kurz. Ich habe nur Schwert auf die Gegner wirft. Wieso gehen wir nicht die? Ach, war ich die ganze Zeit mit? Ja, okay, ich tue die ganze Zeit mit Baylo und Merz nur normal angreifen, ne? Weil Merz muss nur einmal ihre Fähigkeit einsetzen und dann ist sie fertig. Eine Verschwendung. Ich bin eigentlich mit einem Schlag fertig gewesen. Das ist so ein cooles Team, ey. Warte mal, wo ist der eine Typ gerade? Der hat doch gerade mit uns geredet. Boah. Das war so ein Rätsel, lass mich da auch mal machen. Was ist da hinten? Ist ja noch so ein Boss, ja, der schützt gerade so eine Truhe. Kann man auch noch machen. So, warte mal hier. Hier, dann hier, dann hier und muss nur in der dritten Dimension denken. Okay, komm, ich mach mal auch noch platt. Wind Dingens hier. Ich ging mal auch noch da und komm. Okay, du weißt schon, oder? Nee. So. Darf ich jetzt jeden Gegner angegriffen? Ja. Oh Gott, da war eine Menge Schaden. Oh Gott. Okay, ist okay. Nicht so viel Schaden, bitte. Oh mein Gott. Gott. Gott, okay. Sobald die Gegner weg sind, wird das hoffentlich einfacher, ne? Okay. Ja, gut. Sie nimmt aber auch viel Schaden, ne? Dafür hat sie, dass ihr ganzes Ding irgendwie kontern ist. Aber den noch platt. Oh mein Gott. Wenn ihr das so eine gute Idee ist. Oh Mann. Ich glaube, sie ist jetzt so. Mann. Warte ich mal platt. Das war am Leben. Machen wir mal irgendjemanden hier platt. Hoffentlich. Ne, ich meine, er. Okay, wenn sie jetzt angegriffen wird, ist sie tot. Ja, aber. Beilo, einmal erste Hilfe. Und sie kann danach immer noch kontern, genau wie Clara. So. Ich brauche wahrscheinlich. Wird ein bisschen gefährlich hier gerade. Okay. Ja, mach mal lieber.
So, aber jetzt ist noch der Boss übrig gleich. Wird aber nicht so schwierig sein. Ah, mehr. Ich muss man ja ein bisschen mehr defensivere Fähigkeiten geben dann, ne? Oh Mann, was ist hier gerade los? Okay, oh, die werden alle noch geil wegen Baylos Ultimate. Ja, du, geh mal drauf. Ich habe noch ein Leben. Okay, jetzt ist noch er übrig. So, komm her, du Stück. Unironischerweise wäre Merzes normale Form gar nicht mal so eine blöde Synergy mit Yunli. Weil Merz könnte die ganze Zeit dann ein Schild auf Yunli draufpacken, während sie die ganze Zeit kontert. Ja, so eine Strategie mit Clara hier. Man packt einfach ein Schild auf sie die ganze Zeit drauf. Wird mal überheilen. Man packt einfach ein Schild die ganze Zeit auf Clara, damit sie immer wieder kontern kann. Aber ist schon in Ordnung so. Und im Gegensatz zu Clara hat Yunli auch nicht diese passive Fähigkeit, wo sie 10% weniger Schaden nimmt durch alles. Ich mache so wenig Schaden, ne? Da kommst du denn schon wieder dran? Hast du gerade deinen Zug gehabt? Jetzt hast du eine Hilti-Schwäche, jetzt kriegst du voll viel Schaden gleich, wenn er noch überlebt. Eigentlich jetzt tot sein. Ja. Aber wenn man Gegner mit Nihility nämlich bricht, also hier halt das Element von Julie. So, das ist nicht schlecht. Wenn man nämlich Gegner mit Nihility bricht, also hier das Element, das Julie hat, dann gehen die Gegner in diesen komischen Nihility-Modus ein und man kann dann die Gegner immer weiter angreifen, nicht aktiviert jetzt hier noch bis zu 5-mal und die nehmen dann 5-mal mehr Schaden als vorher. Keine Ahnung. Immer noch hier so, ich will noch ein bisschen herumalbern. Sind irgendwie Truhen oder so, da ist eine Truhe. Nein, da kommt nur eine Cutscene. Hier aus der Nichts taucht der Mann plötzlich aus der Dunkelheit des Gefängnisses auf. Es ist, als könnte er sich jeden Augenblick wieder in die Luft auflösen. Der Flüchtling mit dem dunklen Umhang, der Hanya erwähnt hat, steht nun vor dir. Sein Blick wirkt ausdruckslos, kalt und teilnahmlos. Doch es ist, als könntest du diesen ausdrücklichen Blick interpretieren. Es ist, als würde er endlich bist du hier flüstern. Du siehst besser aus, wenn du nichts sagst. Mein Name ist Vincent Valentine. Wie geht's, wie steht? Okami to koitsura maon no mi da. Kono sugata o kesu waza
妖精の天風君傘下の寿命族が習得している風幕と似ている。心当たりはあるか？ないならいい。今は殺し屋の技巧について議論している場合じゃないしな。俺はモゼ、友人が狼の狩猟の手に落ちた。一刻も早く優秀国を離れて外に状況を伝えようと思ったんだが、はあ、ラフの監獄はかなり複雑に設計されているようだ。モゼ、私たちも可能な限りあなたの友人の安全のために力を尽くします。お前たちには無理だ。それに bereits tot. 今はあいつの安否を心配している場合じゃない。Aber ist doch dein Freund, oder? 友人が風霊の手に落ちたというのに見捨てるのか。俺は妖精将軍の衛兵であってあいつに属してるわけじゃない。あの巨狼の力を目の当たりにした。俺の判断を信じろ。助けに行っても無駄死にするだけだ。お前の考えは知らないが、俺は命を無意味な選択に費やそうとは思わない。いいか、俺はずっと風霊たちを尾行していたから、奴らが次に何をしようとしているのかも知っている。奴らは優秀国の出入り口を封鎖して外部に内部の情報が伝わるのを遅らせようとしているんだ。最悪の結果は俺たちが全員あの巨狼に倒され、優秀国も封鎖されること。誰も中の状況を知ることができなければ、しばらくは奴らが逃走したことにも気づかないだろう。そして最高の結果は、Bringen wir diese böse Jungs zur Strecke. Er mustert dich ausdruckslos. Irgendwie kannst du seinen ausdruckslosen Gesichtsausdruck interpretieren. Es ist, als würde er sagen, der hat eine Schraube locker, der Arme. Mon wo tozashite teki to issho ni yūshūgoku no naka ni todomaru koto da. Ano kyōrō wo soto ni dasu wake ni wa ikanai. Kore nara jikan ga tateba gaikai mo ijō wo sachi shite engun wo yokosu daro. Sono toki ni watashi ga ikiteiru ka dou ka wo kangaeru beki koto janai. Omae wa hito wo nagusameru no ga umai na. Ore tachi yōsei no ningen wa sono issho wo 意義ある授業に捧げる。俺は絶対に生きてここから出なければならない。仲間が待っているんだ。私は冥界のもの。もう一度死んだことがある。Ich will sie auch lebend herausschaffen。俺がついている。仮に誰かが犠牲にならなければいけない時が来ても。Wow. Oh Mann, ich muss euch alle zuschauen, wie ihr sterbt. Deswegen lassen wir euch im Zug. Könnt ihr mal aufhören, dafür, darum zu wetteifern, wer als erster gestirbt? Ich wäre dafür, wenn wir denen in den Hintern treten, den Typen. Okay. Gut, dann machen wir hier Feierabend. Ich will noch die Truhe da einsammeln. Entschuldige mich. Oh Gott. Bin so schnell. Ich habe mein Training abgeschlossen, ja. Okay. Gut, dann machen wir für heute hier Feierabend. Von 23. Danach richte ich mich immer noch irgendwie wie. Warte mal, wenn wir jetzt hier hingehen, dann kann ich jetzt hier mal. Was bekomme ich denn jetzt hier? Zu dem Anfangsgebiet hier oben. Kann ich da immer noch nicht lang? Das ist der Eingang hier. Ich suche den Eingang, den Eingang. Hier war der, ne? Ja. Warte mal, kann man da nicht mal rein? Oh mein Gott, da ist echt abgesperrt. Glaube ich, ne? Das war rot auf der Karte. Ich meine, ich würde mich ja sowieso nicht umsehen. Offscreen.
Okay, gut zu wissen. Da muss ich erstmal hier weiterspielen, um mir das wieder zu öffnen. Ja, nicht, dass ich hier, ich wäre sowieso nicht hier rumgelaufen. Man kann ich nicht hier. Wo ist das hier? Ja, ich bin ja voll abgeschottet gerade von da oben. Na gut, ich wäre sowieso nicht hier rumgelaufen, aber weiß ich, kann ich auch nicht aus Versehen rüber stolpern. So, gut, dann mache ich hier Feierabend. In der nächsten Folge guck mal weiter. Das sollte eigentlich gar nicht mehr so lange sein, was hier noch alles kommt, ne? Ich habe unten links gedrückt. Jedes Mal ist das. Da müsste eigentlich die letzte Quest hier sein für das erste hier. Spitzentuell unter dem Blau. Irgendwie ging es ja gar nicht um Dings, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon das letzte. Ich glaube aber schon. Gut, nächstes Mal machen wir weiter in der Story, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Honkai Star Rail, ne? Danke und ja, ciao.